Hi, ich bin Josie Maran und ich spiele Mia in Need for Speed Most Wanted. Rennen solltest du wirklich nur im Spiel fahren. Sei auf der Straße vorsichtig und verantwortungsbewusst. Und anschnallen ist Pflicht. Ja, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Need for Speed Most Wanted. Ich muss es leider hier gleich so unangemessen hier reinplatzen, denn in der Startmusikmenü hört man mich ja kaum, leider. Kann ich nichts machen. Wir gehen erstmal in den Bereich Andreas und dann werden wir eine neue Karriere starten. Und ja. Jetzt hört man mich natürlich kaum mehr. Nein! So, leider ging kein Hodengriffscreme rein und es wird wahrscheinlich im Moment noch ein bisschen laut sein. Ich werde dabei halt still sein, weil jetzt kommen eh erstmal Videos. Und dann werde ich halt. Na, wie läuft deine Karre? Die Papiere. Und deine Papiere. Der ist gefährlich. Pass gut auf, er rammt dich, wenn's sein muss. Erst hol ich mir deine Karre, dann hol ich mir deine Kleine. Schärf dir das gut ein. Konzentrier dich. Er hat eine Menge Power, also warte, bis er geschaltet hat. Und jetzt müssen wir ja Rennen fahren. Und das heißt, jetzt muss ich erstmal mal die Lautstärke ein bisschen anpassen. Was haben wir denn hier aufgeschrieben? Hier haben wir 3, 1, 4, 2, 2. Gut, dann schauen wir mal, ob wir hier gleich mal das erste Rennen für uns entscheiden können. Wer das Spiel schon mal gespielt hat, weiß natürlich, wie es ausgehen wird. Das so. Gebiet ab. Ich hab ihn verloren. Wisst ihr was? Ich glaube, wir können sogar. Ja, nee, das müsste schon passen. An alle restlichen Einheiten. Letzter Sichtkontakt zum Fahrzeug. Umliegendes Gebiet wird abgesperrt. Einsatz ist weiter in Code 6. Ja, diese ganzen super Informationen von den Cops sind natürlich immer extrem geil. Hey, an deiner Karre stimmt was nicht. Da ist ein riesen Ölfleck an der Startlinie. So ein Zufall. Du musst das Rennen schnell beenden, okay? Ja, ich halte wieder meine Fresse.
hast du dich möglicherweise verfahren. Das ist ein echt schöner Wagen, ehrlich. Schaltung, Instrumente, Lenkrad. Ist das alles nur Show oder gibt's da vielleicht noch was ich wissen sollte? Ich werf gern mal einen Blick unter die Haube. Gute Idee. Ich werde dir sagen, was wir machen. Wir nehmen jetzt einen Wagen, zerlegen ihn mal und checken, ob alles zugelassen ist. Könnte doch sein, dass etwas nicht in Ordnung ist. Lass einen Abschleppwagen kommen. Deine Rennfahrerkarriere kannst du wohl vergessen. Ich werde dir jetzt was verraten. Straßenrennen in Rockport sind Vergangenheit. Ich habe da eine hübsche kleine Überraschung, die euch Jungs sicher einiges Kopfzerbrechen bereiten wird. Und jetzt raus aus dem Wagen. Achtung, Straßenwagen. Einige Einheiten verfolgen mehrere Fahrzeuge, deren Fahrer sich mit Gewalt der Festnahme entziehen. Einheiten im Umkreis vorrücken und Unterstützung leisten. Das nächste Mal hast du nicht mehr so ein Glück. Hübsche Rallye-Streifen. Und jetzt sind wir wieder da, hier bei einem neuen Rennen. Und jetzt müssen wir wirklich unseren Riemen reißen und einfach mal Vollgas geben, weil dieser schwule Ronny kann uns eh nix. Ja, tschüss Ronny. Ja, wie ihr gemerkt habt, werde ich bei jeder Cutscene oder wenn mal im Radio von der Polizei mal was kommt, irgendwie von wegen... ja, ihr wisst schon, was ich meine. Irgend so eine Durchsage von wegen, dass irgendjemand sich der Festnahme entziehen will und ob er nicht bitte an den Rand fahren möchte, weil es doch für alle Beteiligten das Beste wäre, werde ich meinen Mund zumindest mal für kurze Zeit schließen oder eben das Mikrofon ganz stumm machen bei solchen langen Cutscenes wie eben mit unserem netten Freund Herr Crossi. Nusskrokrant, Krokrant, ja. Ich freue mich schon auf den. Aber bis dann ist es noch ein bisschen hin, noch einige Folgen, würde ich mal sagen. Aber wir haben ja Zeit, nicht? Ja, ja, ist das nicht schön hier? Ein bisschen rund, wow, es funktioniert immer, noch nicht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, das hatte ich nämlich damals bei Windows 2000 PC auch schon. Ich kann auf dem PC, also auf der Xbox geht's. Ich kann, wenn ich Nitro gebe, kann ich nicht nach links lenken. Also, das ist dann sozusagen deaktiviert. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Oh, da hat es ein Gestreut an Ronny. Oh, da war mal ein bisschen zu langsam, aber egal. Noch ist es ja egal, nicht? Wenn wir dann mal so gegen Playlist Nummer 6 antreten oder so. Gegen Playlist. Was habe ich dir gesagt? Razor, er hat sich einfach nicht abschütteln lassen. Hey, halt die Klappe! Noch so ein Möchtegern-Raser, der auf Zoff aus ist. Warum ersparst du dir nicht den Ärger und rückst die Teile freiwillig raus? Möchtegern-Raser oder nicht, die Kiste ist trotzdem heiß. Als die anderen hier. Du verstehst von Autos nicht allzu viel, was, Schätzchen? Deine Karre hat jedenfalls keine Chance. Ob beim Sprint oder die Viertelmeile. Mein Schlitten macht mit allen kurzen Prozess. Der putzt die alle hier. Auch diese Normalbenzinschleuder. Wirklich? Dann mach schon mal deine Kohle locker. Fünf Riesen. Fünf Riesen! So ein Clown macht meinen Junge platt. Was soll der Typ damit zu tun haben?
Ich fahre nicht gegen Nobodies. Und von einer Zicke, die hier nur dumm rumsteht, lasse ich mir sowieso nichts sagen. Genau. Das da ist die Nummer 15 auf der Blacklist. Fahr erstmal ein paar perfekte Rennen, bevor du es mit ihm aufnimmst. Danke für den Tipp, Schatz. Also willst du nun, oder was? Ich hab ihn. Warum nicht um 10 Riesen? Ach so, du willst ja voll auftrumpfen, was? Einverstanden. Ja, gib mir die Polizei. Hier sind ein paar Typen, die veranstalten gleich ein Rennen bei der Schiffswerft. Schick mal ein paar Cops in die Richtung, ja? Am besten auch einen Krankenwagen. Wenn er durch ist mit dir, will ich deine Fresse nie mehr hier sehen. Fand ich nicht lustig, denn ich werde ihn zerlegen. Diese kleine Benzinschleuder da mit ihren, was weiß ich, 2,0 Milligramm Hubraum da neben mir, da, die kann sich mal schön verpissen. Siehst du? Und weg bin ich. Und schon haben wir das Rennen gewonnen. Eigentlich können wir schon aufhören, oder? Könnt jetzt von mir aus abschalten, das Video ist jetzt hier eh nur noch beim Gewinnen, hoffe ich mal. Können wir wieder ein bisschen Nost geben. Und mal wieder, oh, da jetzt kommen ja gleich die Cops, das habe ich ja schon ganz vergessen. Ich muss öfter spielen. Police. Die einzigen Autos, die da unterwegs sind, extrem realistisch auf einer vierspurigen Autobahn. Bist du hinter mir? Jetzt bin ich ja ganz toll. Dass ich dich abhängen will, hat schon einen Grund. Die Einsatzleitung weist alle freien Einheiten an, auf C2 umzuschalten und auf Empfang zu gehen. Na, dann wünsche ich immer viel Spaß, ihr Nulldogs. Nullbox-Cops. Ihr seid ja so leicht in diesem Spiel. Ich kann machen, was ich will. Die Typen schütteln mich ab. Brauche Dritten. So. Zieh euch zurück. Wir müssen abbrechen. Auf unbedingt hier. Hier wimmelt ja volles Verkehrschaos. Ein Auto ist uns jetzt schon entgegengekommen. Da, wenn er nicht richtig Auto fahren könnt, dann seid ihr im Arsch. Deshalb lasst mal lieber den Profi ran hier. Der auf der Xbox bei diesem Spiel irgendwie ein bisschen besser ist, kommt mir so vor. Weil man da links lenken kann, wenn man Nos gibt. Das hat manchmal so seine gewissen Vorzüge. So, 10.000, vielen Dank. Subscribe.